Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Skimasken Tutorials ist back am Start für euch mit einem neuen Upload auf YouTube. Und das Thema des heutigen Videos wird sein, wie wir es schaffen können, die FPS zu boosten, wie wir eine bessere Performance rausholen, wie wir jedes kleine FPS, jeden kleinen Lag, also jeden kleinen FPS rauskitzeln, jeden kleinen Lag beseitigen. Und heute machen wir das Ganze in Blender. Bevor wir aber ins Video reinstarten, würde ich mich natürlich riesigst darüber freuen, wenn ihr mir einfach die Zeit euch nehmt, mir den Tag versüßt, mir das kleine YouTube ein bisschen unter die Arme greift, mein Projekt YouTube ein bisschen supportet, 1, 2, 3 Sekunden in die Hand nimmt, das Video kurz minimiert oder kleiner macht und unter dem Video auf Abonnieren drückt. Das würde mir natürlich extrem, extrem weiterhelfen, wird meinen Tag ausmachen, euch kostet es fast nichts. Vielleicht schreibt noch einen netten Kommentar oder gebt mir ein Like. Und das soll es jetzt auch mal mit der Eigenwerbung gewesen sein, muss auch sein, aber ich würde sagen, wir starten direkt ins Video rein. So, die erste Sache, die wir machen wollen, um unsere FPS zu verbessern, ist relativ simpel. Ich will, dass ihr einen Rechtsklick auf den leeren Spot auf eurem Desktop macht und ihr seht schon, da kommt ein Video Control Panel. Natürlich, jetzt kommen die ersten und sagen, ja, ich habe nicht Nvidia, es wird einfach anders heißen bei euch. Es ist jemand andere Grafikkarte, jeder Grafikkartentreiber sollte das haben, der kredibil ist. Gut, da klicken wir jetzt mal drauf, schauen wir, dass wir das starten. Ich denke mal, der Großteil von euch wird trotzdem Nvidia haben. Was wir hier machen wollen, wir gehen erstmal auf Change Resolution bei Display. Und was natürlich bei schlechteren PCs auch extrem helfen kann, ist fürs erste Mal, dass ihr die Resolution ein bisschen runterdrückt. Das heißt, nicht 1920x1080 habt, sondern vielleicht ein bisschen weniger, 1768x992. Ich würde es da nicht mal auf Apply drücken, weil das wird ein bisschen meine Aufnahme kaputt machen, während ich gerade aufnehme. Ihr könnt das mal natürlich machen. Ihr könnt das Ganze auch natürlich auch manuell customizen. Probiert euch da gerne herum. Andere Sache ist, wir gehen zu den 3D-Settings, gehen da Adjust Image Settings with Preview. Und was wir hier machen wollen, wir gehen auf Use My Preference Emphasizing. Wie ihr sehen könnt, bei mir ist es Quality. Ich denke mal, das erklärt sich auch von selbst. Ihr nehmt den ganzen Regler und schiebt den immer weiter Richtung Performance. Natürlich müsst ihr da irgendwo die Waagschale finden, beziehungsweise den Ausgleich zwischen Qualität und Performance, weil wir wollen ja nicht 400 FPS mit einem Megapixel, das bringt sich ja auch nicht. Aber soweit es geht, soweit es tragbar ist, sage ich jetzt mal, könnt ihr das auch natürlich nach hinten schieben Richtung Performance. Sind wir damit fertig, will ich, dass ihr das Ganze schließt. Jetzt will ich, dass ihr hinuntergeht auf eure Taskleiste. Natürlich könnt ihr jetzt bei euch überall im Bildschirm sein, bei mir ist jetzt mal unten. Wir machen einen Rechtsklick drauf, gehen auf den Task Manager bzw. öffnen den Task Manager. Was wir jetzt machen wollen ist, ich will, dass ihr bei Prozessen bleibt, das heißt beim ersten. Ihr schaut euch die CPU und GPU Auslastung an. Bei schlechten PCs extrem wichtig, schaltet jedes Programm aus, was im Hintergrund läuft, was zu viel CPU oder GPU Auslastung hat, weil das einfach zu viel Leistung schluckt, ganz simpel. Wenn ihr eins gefunden habt, ihr geht auf, macht einen Rechtsklick drauf, geht dort auf End Task, super simpel. Nächste Sache ist, ich will, dass ihr auf Startup geht, also Autostart. Und hierbei eigentlich dasselbe Spiel noch von vorn. Hierbei geht es darum, dass da euer PC gewisse Apps mitstartet, wenn er sich hochfährt. Das heißt, da aktiviert ihr, soweit es geht, alle möglichen, die ihr nicht braucht, die natürlich nichts mit Windows zu tun haben. Sowas wie Razer Synapse für die Tastatur könnt ihr natürlich starten. Sonst würde ich alles deaktivieren, einfach Rechtsklick drauf machen und Disable oder deaktivieren halt. Nächste Sache ist, ich will, dass ihr auf Details geht. Und jetzt, ich habe das Spiel jetzt nicht am Laufen, aber ihr solltet es am Laufen haben, deshalb sieht man das dann hier auch irgendwo. Mal angenommen, ihr habt es gefunden, wir machen einen Rechtsklick drauf, gehen auf Priorität setzen und machen das Ganze entweder höher als normal oder hoch. Da kann ich euch jetzt nicht wirklich sagen, geht mit höher als normal oder hoch, das kommt vom PC unterschiedlich. Probiert es gerne aus, probiert euch da herum, was besser läuft, was flüssiger läuft, was mehr FPS bringt. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr auch schon gerne den Task Manager schließen. Nächste Sache ist, ich will, dass ihr in die linke untere Ecke eures Bildschirms geht, dabei auf die Windows, auf das Windows-Symbol drückt oder halt eben auf die Windows-Taste auf eurem PC und geht dann auf Settings oder auf Einstellungen. Erste Sache ist, wir gehen auf Gaming. Was machen wir bei Gaming? Das erste ist die Xbox Game Bar. Wir machen das natürlich aus. Bei schlechten PCs kann das zu riesigen Frame Drops führen, zu enormen Performance-Auslastungen. Wir machen das Ganze aus. Keiner braucht die Game Bar. Ja, schaltet das einfach aus. Wir brauchen es nicht, es hilft uns nicht, es schluckt einfach nur Leistung. Nächste Sache ist, wir gehen zur Aufnahme. Ich denke, das ganze Ding wird sich auch jetzt selbst erklären bei Aufnahme, aber trotzdem, tut mir den Gefallen, tut euch die paar Sekunden an und schaut euch das bitte an. Im Hintergrund aufnehmen, macht das bitte aus, wenn das nicht schon bei euch aus ist. Vor allem, wenn das bei euch gerade läuft und ihr das nicht wisst,
Riesenproblem. Vor allem bei schlechten PCs, macht das bitte aus. Ich meine, ich nehme OBS auf, wenn ihr was aufnehmen wollt, macht das mit OBS oder mit einem anderen Aufnahmeprogramm, aber nicht mit Windows. Das ist ein Betriebssystem, kein Aufnahmeprogramm. Selbes mit Audio, ausschalten, ausschalten, ausschalten. Nächster Punkt ist der Game Mode. Viele sagen jetzt ja, viele sagen nein, ich sag vielleicht. Was meine ich mit vielleicht? Dasselbe wie bei der Priorität. Ihr müsst es ausprobieren. Nicht jeder PC ist gleich. Macht das ein, schaut euch an, wie das läuft, macht das aus, schaut an, was besser läuft und bleibt einfach mit der Einstellung, die für euch am besten läuft. Ganz, ganz simpel. Sind wir damit fertig, gehen wir einmal zurück, gehen dann auf System. Was machen wir bei System? Wir bleiben erstmal bei Display. Beim Display, ganz, ganz simpel, wenn ihr jetzt zwei Bildschirme habt wie ich, natürlich müsst ihr das jetzt mal identifizieren, welcher euer Gaming-Monitor ist. Wenn ihr einen habt, ist die Sache hinfällig. Ich habe jetzt mal zwei, der erste ist mein Gaming-Monitor. Wenn der ausgewählt ist, scrollt ihr hinunter, geht auch zu Scale and Layout, geht bei Change, also ändert die Größe von Text-Apps und anderen Items auf 100% wie empfohlen. Bei der Display-Resolution, wenn ihr jetzt beim Nvidia Control Panel eine Resolution geändert habt, dann werdet ihr schauen, dass ihr die hier auch auf euren Monitor applied und natürlich dann auch in-game applied, weil dann das alles so auf einer Linie, auf einer Wellenlänge ist, da kommt es nicht zu ruckeln, weil sich das alles anpassen muss, schaut, dass alles auf einer Höhe ist, auf einer Auflösung. Nächste Sache ist, wir gehen zu Power and Sleep. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was will der mit Power and Sleep? Ja, da gibt es eine Einstellung, die etwas versteckt ist, die auch extrem viel bringt, Additional Power Settings. Klickt da mal drauf, klickt dann auf dieses kleine Pfeilchen hier. Was will ich mit dem kleinen Pfeilchen? Auch ganz simpel. Ich will das hier auf, da gibt es jetzt drei, die ihr auswählen könnt. Dasselbe wie Priorität. Ihr müsst es ausprobieren. Also ich habe jetzt Balanced. Ich kann euch sagen, was am besten läuft. Balanced, High Performance und Ultimate Performance. Da müsst ihr, wie gesagt, ausprobieren, was bei eurem PC am besten läuft. Probiert es aus, schaut, was am besten läuft und bleibt mit dem Setting. Können das auch wieder schließen, gehen auf Speicher. Was will ich bei Speicher? Wir gehen das, das Ganze mal auf das Blaue hier, Configure Storage Sensor, Run It Now. Und wie beim Abschreiben einfach meine Settings kopieren. Also, gehen wir das Ganze mal durch. Storage Sense anschalten, Run Storage Sense jede Woche. Das Ganze wird angeschalten, also die temporären Daten, die nicht verwendet werden, werden gelöscht. Auch relativ simpel, glaube ich. Alle 14 Tage, alle 60 Tage, die geht dann auf Bereinigen. Ich mache das jetzt mal nicht, weil das den Rahmen des Videos etwas sprengen würde. Aber ihr könnt das dann gern machen. Das bereinigt eben die ganzen temporären Daten, die im Hintergrund nicht verwendet werden. Sind wir damit mal fertig, will ich, dass ihr 1 zurückgeht oder 2 zurückgeht, besser gesagt. Und ich will, dass ihr jetzt auf Update in Security oder Update und Sicherheit geht. Ihr bleibt ja nochmal direkt bei Windows Update. Das wird jetzt relativ basic klingen, aber vertraut mir, vor allem bei schlechten PCs, bei älteren PCs, extrem, extrem wichtig, halte die Driver auf dem höchsten oder auf dem neuesten Stand. Es bringt nichts, sich darum herum zu würgen, nie das Update zu machen, macht die Windows-Updates, macht sie bitte. Das wird einfach dafür sorgen, dass ihr die bestmögliche Performance für euren PC, für euer Spiel habt. Das wird sich auch im Spiel widerspiegeln. Seid ihr dann damit mal fertig, will ich, dass ihr dasselbe für eure Grafikkartentreiber macht. Das heißt, wenn ihr jetzt Nvidia habt, geht ihr auf Nvidia GeForce, geht auf, keine Ahnung, lädt euch den letzten Treiber runter. Manchmal ist es sogar so, dass manche Spiele nicht mal starten, weil ihr zu alte Versionen eures Grafikkartentreibers habt. Schaut, dass ihr das am letzten Stand hält, am neuesten Stand hält. Und wenn jetzt kommt wieder, ja, ich habe keine Nvidia, ihr habt sicher eine andere App, mit der ihr das zum Beispiel über AMD machen könnt, dass ihr das den letzten Treiber, den neuesten Treiber runterlädt. Und ja, wenn ihr damit mit dem ganzen System mal fertig seid, was ich euch gerade gezeigt habe, dann startet euren PC neu, schaut, dass sich das alles mal smooth ist. Und das soll es jetzt auch mal mit dem Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, dann tut euch keinen Zwang an, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde schauen, dass ich jedes davon beantworte. Wenn ihr gröbere Probleme habt, können wir auch dafür sorgen, dass wir das Ganze über Discord lösen vielleicht einmal. Schreibt mir dafür einfach einen Kommentar. Wenn ihr mir helfen wollt, lasst mir gerne ein Abo da, wird mir extrem, extrem viel weiterhelfen und meinen Tag versüßen. Und wenn nicht, lasst einfach ein Like da. Und ich kann nicht jedem helfen, das ist nur meine Einschätzung, wie ich schon 100.000 Leuten helfen konnte. Es hilft nicht jedem, aber der Versuch zählt. Und dementsprechend wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.